Hallo, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Webinar. Ein schneller Weg zum ISMS, ereignisbasierte Risikoidentifikation in iDoIt. Sie sehen hier meinen Kollegen Kai Schubert Altmann, Hallo. der Sie durch das Webinar führen wird, ist unser Lead Developer für das Add-on ISMS, aber eben auch Viva 2. Zwei der Add-ons, die wir neben anderen für iDoIt entwickeln. Ich bin Andreas Geist, bin bei der Bekon für den Lösungsvertrieb verantwortlich, bedeutet alles das, was Personallösungen und Softwarelösungen betrifft. Ich werde kurz ein paar Worte noch zu Bekon sagen, bevor ich dann auch an meinen Kollegen abgebe, der dann eben wirklich auch in das Tool einsteigen wird. Sicherlich alle, die schon mal bei einem Webinar von uns dabei waren, jetzt nichts Neues. Für alle, die neu mit dabei sind bei den Webinaren, freut es mich sehr. Wir sind mittlerweile seit 33 Jahren am Markt, sind knapp 110 Kolleginnen und Kollegen an drei Standorten. Zentrale ist in München, da bin ich auch ansässig. Mein Kollege Herr Schubert Altmann, der sitzt in Berlin. Und wir haben einen weiteren Standort in Fulda. Da sitzt zum Beispiel meine Kollegin, die die tollen Folien bastelt, immer wieder Jasmin Michel, hier an der Stelle benannt, im Bereich Marketing bei uns. Wir sind immer noch zu 100% in privater Hand, haben mittlerweile mehr als 500 Kunden. Sie sehen hier auf der Kachel einige der großen namhaften. Das Gros unserer Kunden ist aber dann doch im kleinen mittelständischen Bereich. Wir haben verschiedenste Partnerschaften. Wir sind zum einen Premium-Partner von iDoIt, aber eben auch Support- und Entwicklungspartner. Wir haben weiter eine Partnerschaft mit JDisk, einer Discovery-Lösung. Einige von Ihnen kennen dies wahrscheinlich auch, weil die Schnittstelle in iDoIt bereits eingerichtet ist. Und wir haben auch zu Senso zum Beispiel als Monitoring-Lösung eine Partnerschaft und darüber hinaus einige andere. Und eben auch unsere eigene Software. Wenn wir uns einmal unser gesamtes Leistungsportfolio anschauen, haben wir hier diverse Bereiche auch abgebildet. Wir orientieren uns einmal auf der Folie oben zentral in der Mitte und würden dann jetzt im Uhrzeigersinn gehen. Links und rechts, von dem Kreis haben Sie Applikationsvorschläge. Das ist immer austauschbar. Wir sind grundsätzlich ein Freund von Flexibilität. Das bedeutet natürlich auch den Einsatz der Softwarelösung. Ganz oben Digital Innovations stellt unsere eigene Software auch dar, unser API-Management-System OpenCelium. Sie sehen oben links in der Ecke das Logo. Dient zur Anbindung oder Kommunikation zwischen verschiedenen Applikationen. Wir haben häufig die Situation oder die Herausforderung, verschiedenste Applikationen anzubinden. Das kann auch durchaus Ihre eigene sein. Das muss nicht unbedingt eine sein, die namhaft oder eben auf dem Markt verfügbar ist. Solange eine API zur Verfügung gestellt wird, kann dies die Kommunikation herstellen, beziehungsweise dies in Form von OpenCelium. Und wir haben aber auch die Möglichkeit, in die Systeme reinzuschreiben. Am Standort Berlin sind wir unter anderem sehr stark im Bereich Radio Networks unterwegs, bedienen global das Thema 5G, sind extrem spannende Projekte, gerade seit letztem Jahr ganz heißes Eisen. Und dort sind wir mit verschiedenen Bereichen unterwegs, also Nokia Demo Team, also da gibt es viele, viele Dinge. Cloud beschäftigt uns, wie viele in der IT, wahrscheinlich schon seit vielen Jahren, heute nicht mehr wegzudenken. Die Daten der IT-Infrastruktur liegen häufig in der Cloud. Das heißt, also gehört hier in das Leistungsportfolio definitiv mit rein. Bereich Data Center Operations hatte ich gerade schon mal kurz erwähnt. Bereich Monitoring, Automation, Log Analyzer, Time Series. Sie sehen unten links einige Logos von Lösungsmöglichkeiten. Senso gerade schon benannt. Grafana nutzen wir häufig zur Visualisierung. Ansonsten Service Management sehen wir im Bereich CMDB, Ticketsystem, Discovery-Lösung.
Hier haben wir sicherlich heute den Kernfokus, weil wir hier eben über iDoIt sprechen, mit dem Add-on ISMS, das heißt also mit dem Information Security-Bereich, den wir eben hier im Rahmen der CMDB, aber auch unabhängig abbilden können. Wir haben grundsätzlich in unseren Kundensituationen oder Projekten häufig dieselbe Herausforderung, beziehungsweise nicht wir, sondern in der Regel Sie. Und zwar, wie bekomme ich die Daten aus der IT-Infrastruktur, sei es traditional Workloads oder aber Daten in der Cloud, in die CMDB? Das kann man grundsätzlich über verschiedene Möglichkeiten machen. Wenn wir uns hier jetzt nochmal auf der Folie orientieren, auch wieder sehr zentral, unser API-Management ganz, ganz zentral dargestellt, aber links davon die CMDB iDoIt kommt in der Regel leer. Das heißt also vorgefertigt mit den Objekttypgruppen und die können dann händisch befüllt werden. Sie nutzen die CSV-Schnittstelle, zapfen das AD an oder aber Sie nutzen ein Discovery- oder Inventory-Tool wie JDisk zum Beispiel, um die Daten automatisch in das System zu bekommen. Wichtig dann ist, mit den Daten auch etwas zu machen. Das kann natürlich als einfache Datenbasis dort abgelegt werden, aber sinnvoll ist es dann zum Beispiel ein Monitoring-System anzubinden, um die Assets dann dementsprechend auch zu überwachen und dem Supporter mit dem Ticketsystem die Möglichkeit zu geben, die bidirektionale Schnittstelle dann auch zu nutzen und den Live-Status der Assets in der CMDB abzurufen. Viele, die iDoIt auch nutzen, kennen die Beziehungsdarstellung in iDoIt. Das heißt, also man hat dort auch eine gewisse Abhängigkeit, kann schon gewisse Risiken auch definieren und kann auch die Ticket-Historie auf den einzelnen Assets sehen. Das alleine ist an sich schon das Thema eitel. Wir haben viele unserer Kunden da auf dem Weg begleitet und sind dort auch recht erfolgreich mit der Zertifizierung mit den Add-ons ISMS und Viva 2. Es gibt viele, viele mehr Möglichkeiten. Ich freue mich jetzt sehr und gebe ab an dich, Kai. Ja, vielen Dank, Andreas. Wollen Ihnen jetzt hier heute unser On ISMS zu der CMDB iDoIt vorstellen mit einer ganz bestimmten Thematik, und zwar ereignisbasierte Risikoidentifikation im Vergleich zu der assetbasierten Risikoidentifikation. Einsteigen möchte ich erstmal damit, warum möchte man eigentlich ein ISMS aufbauen? Was sind so die Ziele eines ISMS, ne? Warum möchte man sowas einführen? Ja, prinzipiell ist ein Ziel eines ISMS, dass man sowohl das Sicherheitsniveau der Organisation als auch das Sicherheitsbewusstsein innerhalb der Organisation erhöhen möchte. Ja, man identifiziert, bewertet und behandelt Sicherheitsrisiken in der Informationssicherheit, also für Informationen. Im Rahmen des Ganzen identifiziert man seine geschäftsrelevanten Prozesse und erkennt die Zusammenhänge, die zwischen den Prozessen, zwischen Geschäftsprozessen und IT-Services existieren, welche Geräte, welche Assets im Zusammenhang mit irgendwelchen Prozessen stehen. Man möchte eine risikoorientierte Maßnahmenplanung haben, ne? Das heißt, dass man guckt, okay, in welche Bereiche haben denn das höchste Risiko für mein Geschäft, für meine Organisation. Und ich möchte natürlich mit meinen Maßnahmen erstmal da anfangen, wo ich die größten Risiken mitbeheben kann. Und dafür muss ich natürlich meine Risiken vorher kennen. Einige sind auch mehr oder weniger gezwungen, ein ISMS einzuführen, weil sie unter die Kritisverordnung zum Beispiel fallen. Ja, ich kenne auch Bundesländer, wo das quasi beschlossen wurde, dass jede Stadt, jede Kommune ein ISMS einführen muss, was ja durchaus sinnvoll ist. Ja, aber ein Grund ist halt auch das Erfüllen da gesetzlicher Vorgaben. Und natürlich, wenn man eine Zertifizierung anstrebt, wenn man eine Zertifizierung hat, sei es eine ISO 27001
oder die 27.001 nach IT-Grundschutz, dann erhöht das natürlich das Vertrauen gegenüber dem Kunden. Speziell wenn man mit Kundendaten arbeitet, dann kann man damit auch wirklich punkten und auch zusätzliche Kunden gewinnen. Und man ist natürlich selber auf der sicheren Seite, wenn man das gewissenhaft macht. Haben wir gesagt, ISMS ist ein Add-on zu iDoIt. Ja, was ist iDoIt? iDoIt ist eine CMDB, das heißt spezialisiert auf IT-Dokumentation. Das heißt, man kann Geschäftsprozesse, IT-Services, Anwendungen, Lizenzen und halt Assets, also sowohl IT-Assets als auch Infrastruktur-Assets damit dokumentieren. Man kann Beziehungen untereinander und Abhängigkeiten abbilden und erkennen. Man kann Rollen und Verantwortliche dokumentieren und dementsprechend auch nachschlagen. Es kommt vorkonfiguriert, man fängt also nicht auf der vollkommen grünen Wiese an. Es ist trotzdem sehr flexibel an die eigenen Bedürfnisse anpassbar. Also das, was man nicht braucht, das blendet man einfach aus. Und wenn man irgendwas braucht, was es nicht schon vorgefertigt gibt, dann kann man sich das einfach selber erstellen. Es gibt schon mit dabei umfangreiche Import- und Exportmöglichkeiten und speziell über die API-Schnittstelle auch Synchronisationsmöglichkeiten, speziell mit unserem API-Gateway OpenCilium, da komme ich ganz am Ende nochmal zu, stehen da alle Möglichkeiten offen. Es gibt ein sehr feingranulares Rechtesystem. Ja, man kann sehr genau sagen, wer was wo wann darf, sowohl für Einzelpersonen als auch für Gruppen, natürlich auch mit LDAP-Anbindung oder AD-Anbindung. Und eine weitere große Stärke, es ist erweiterbar durch Add-ons, wie zum Beispiel das ISMS-Add-on. Das ISMS-Add-on ist voll integriert in die CMDB, das heißt, es benutzt die Methodiken, die die CMDB auch hat, ist also quasi davon auch kaum noch zu unterscheiden. Das heißt, es ist schon schwierig zu sagen, ob das jetzt eine CMDB ist, die zu einem vollwertigen ISMS ausgebaut ist oder ob das ISMS mit einem vollwertigen CMDB im Bauch ist. Man kann das Risikomanagement auf allen Ebenen des Informationsverbundes machen. Das galt oder gilt sowieso für die Asset-basierte Risikoanalyse und in der kommenden Version dann auch über Risikoereignisse. Man kann flexibel definieren, wie die Risiken berechnet werden sollen. Man kann diese Risikoeinschätzungen und Maßnahmen halt für eine ISO 27000X Norm machen. Man kann das nach IT-Grundschutz 200-3 machen oder für Kritis. Da kann man die Risikoeinschätzung machen und dokumentieren und verwalten. Aber auch andere Normen sind da durchaus denkbar. Wir stellen diverse Importkataloge zur Verfügung, so sie denn kostenfrei zur Verfügung gestellt werden dürfen und haben natürlich auch die Möglichkeit, bei in den Firmen vorhandenen Katalogen das zu importieren, beziehungsweise natürlich bei kostenpflichtigen das über eine Lizenz zu regeln. Man kann sich die Sachen reporten, nicht nur über den eingebauten Report Manager von iDoIt, sondern halt es kommen halt auch einige Reports mit, die können wir gleich da mal kurz rüber gucken. Natürlich sowas wie eine Risikomatrix, Risikobehandlungsplan, aber auch die für die ISO 27001 wichtige SOA, das Statement of Applicability, also die Erklärung zur Anwendbarkeit. Und auch in der kommenden Version hat man die Möglichkeit, Audits und die Audit-Ergebnisse zu dokumentieren. So, wir haben als Thema ereignisbasierte Risikoidentifikation und wollten ganz kurz mal gegenüberstellen, was ist denn der Unterschied zwischen einer, sag ich mal, standardmäßigen asset-basierten Risikoidentifikation und ereignisbasierten Risikoidentifikation. Die asset-basierte Risikoidentifikation fokussiert sich so eher auf die operativen Geschichten, ne? Also auf die Sachen, die unten drunter liegen. Es ist eher quasi eine Bottom-up-Sicht. Also man guckt halt, okay, was für Bedrohungen und Schwachstellen liegen, an welchen Assets vor, können da vorliegen und welche Auswirkungen hat ein Ausfall oder das Risiko dort an diesen Asset auf meinen Geschäftsprozess. Ja, als Voraussetzung ist natürlich das Erfassen aller relevanten Assets, das ist klar, aber dafür hat man ja auch eine CMDB. Und man kann die Identifizierung und die Analyse sowohl an Einzelassets machen als auch an Assetgruppen. Ja, weil klar, ähnlich gelagerte Sachen sollten gruppiert werden, damit man da nicht vom Hundertste ins Tausendste kommt. Der Vorteil ist, es gibt schon umfangreiche Kataloge für Bedrohungen und Schwachstellen, ja, sowohl in den ISO-Normen sind die teilweise enthalten, als auch im IT-Grundschutzkompendium. Auch die branchenspezifischen Sicherheitsstandards im Kritis-Bereich haben sowas schon häufig mit dabei
Und es gibt auch schon empfohlene und gängige Maßnahmen, um diese Risiken zu behandeln. Ja, die Nachteile sind, das kann echt viel Arbeit werden. Ne? Also klar, ein ISMS-Aufbau macht immer viel Arbeit, aber speziell, wenn es große und komplexe Umgebungen sind, man hat sehr viele Assets, viele Zusammenhänge, das wird dann echt sehr, sehr umfangreich. Und es fehlt manchmal so der Blick aufs große Ganze. Das ist ein bisschen geschuldet dieser Bottom-up-Sicht, die man hat. Ja, man macht halt irgendwie unten die ganzen Bedrohungen, die ein Einzelner hat, und verliert so ein bisschen den Blick, was ist denn wirklich relevant für meine Firma. Ja. Und außerdem sind IT-unabhängige Risiken nicht so ganz im Fokus. Ja. Wie sieht das schematisch in iDoIt aus? Ja, ich habe ja meine Assets oder meine Asset-Gruppen, definiere da ein Risiko zu, bestehend aus Bedrohung und Schwachstelle, bewerte das Risiko anhand des Schadensausmaßes oder der Eintrittswahrscheinlichkeit, Untereintrittswahrscheinlichkeit, und schlage dann eine Risikobehandlung vor, wie ich das Ganze machen möchte. Und zu so einer Risikobehandlung gehören dann in der Regel irgendwelche Maßnahmen. So, und meistens hängt an einem Asset oder an einer Asset-Gruppe nicht ein Risiko dran, sondern mehrere Risiken. Und das muss ich natürlich für alle diese Risiken machen. Jetzt im Vergleich die ereignisbasierte Risikoidentifikation setzen Fokus eher auf strategische Risikoszenarien. Das heißt, man hat so eine Top-Down-Sicht und überlegt, okay, welche Ereignisse können wirklich Auswirkungen auf meine Organisationsziele haben? Ja, das heißt, man identifiziert Ereignisse und deren Auswirkung auf meine Prozesse. Ja, die Vorteile sind, man hat wirklich eine größere Flexibilität, weil es gibt kein Schema, das auch ein kleiner Nachteil ist, weil es sagt einem keiner, okay, du musst irgendwie die und die, betrachte bitte alle Elementarbildengefährdungen oder sowas, sondern man kann sich das anhand der Erfahrungen seiner IT-Leute selbst zusammenstellen. Man fokussiert sich dort wirklich auf die relevanten oder kritischen Wertschöpfungsprozesse, die man im Unternehmen hat. Es ist ein, sag ich mal, eher intuitiverer Ansatz, ne, wenn man sagt, okay, was passiert, wenn der Laptop vom Chef geklaut wird? Ja? Oder was passiert, wenn, um ein aktuelleres Beispiel zu haben, die Daten, die ich alle in der Cloud habe, plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen, weil das Datencenter abgebrannt ist? Ja, und das bedeutet auch, dass der Umfang signifikant geringer sein kann. Weil ich muss nicht mehr, mich interessieren im Zweifelsfall nicht unbedingt alle Assets, die ich da drunter habe. Ja, sondern mich interessiert, okay, was kann denn alles passieren? Ja, da komme ich natürlich auch nicht mit 5, 6 Ereignissen raus. Ne? Also da unter 50 muss ich da nicht anfangen. Aber da setzt man sich halt in mehreren Interviewrunden in seinem Unternehmen zusammen mit den Spezialisten, die auch wirklich Erfahrung haben, und überlegt, okay, was kann denn alles ausfallen und warum kann es ausfallen? Ja. Die Nachteile, man hat halt keine vorgefertigten Kataloge. Ja. Also man hat halt auch kein Schema, sondern da ist man auch wirklich ein bisschen darauf angewiesen, dass man Leute hat, die Erfahrung haben. Ja, und dazu gehört natürlich auch die Gefahr der Unvollständigkeit. Ja, in dem Sinne, dass man eben, weil man nicht alle Bedrohungen, Gefährdungen etc. Sich anguckt, dass man vielleicht irgendwelche operativen Geschichten so ein bisschen außen vor lässt. Wie sieht das Ganze schematisch aus in iDoIt? Wir haben halt quasi ein Ereignis, was wir uns definieren. Ja, das Ereignis muss natürlich beschrieben werden. Was handelt es sich da? Und was sind die möglichen Risikoquellen von diesem Ereignis? Dieses Risikoereignis muss ich genauso bewerten mit Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß und auch genauso behandeln. Und auch dort können dort natürlich gewisse Maßnahmen zur Behandlung herangezogen werden. Und man dokumentiert natürlich noch, okay, was für Auswirkungen auf welche Prozesse hat denn dieses Risikoereignis. Und das wollen wir uns mal kurz live anschauen. Ja, ich springe jetzt quasi um in mein Developer-System, wo ich die
kommende Version schon mal installiert habe. So, da sehen wir das hier auch, die Startseite von iDoIt. Zu iDoIt möchte ich gar nicht so viel zur Vorstellung sagen. Wenn Sie da Interesse dran haben, dann können Sie gerne bei uns auch an den Herrn Geist herantreten und einfach mal einen Vorführungstermin für das iDoIt alleine oder mit ISMS oder ISMS und Viva 2 zusammen vereinbaren. Da sind wir Ihnen gerne behilflich und zeigen Ihnen das alle. Ich will ganz kurz die Grundkonfiguration von dem ISMS-Add-on zeigen und dann in die Neuerungen und die ereignisbasierte Risikoidentifikation einsteigen. Ja, man definiert am Anfang seine Bewertungskriterien. Das sind quasi die Level, in denen ich meine Eintrittswahrscheinlichkeit und mein Schadensausmaß später einschätzen will. Ich habe hier 4 Level definiert. Das heißt, ich habe später eine 4x4 Risikomatrix. Und gucken wir uns auch gleich an. Und ich definiere mir Schadensszenarien. Das sind also quasi Bereiche, in denen ich mein Schadensausmaß einschätzen möchte. Ja, man kennt diese Werte so ein bisschen aus dem Grundschutz auch, ne? Persönliche Unversehrtheit, Verstoß gegen Gesetze, Verträge, SLAs, negative Innenauswirkung, Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung, finanzielle Auswirkung und Beeinträchtigung des informationellen Selbstbestimmungsrechts. Und man hat dann hier auch noch die Möglichkeit, wir sehen das hier bei finanziellen Auswirkungen ganz gut, für die einzelnen Level auch noch textuelle Beschreibungen zu hinterlegen, was denn welches Level bedeutet. Und wir haben in den Folien am Anfang schon gesehen, dass wir die Risikoberechnung sehr flexibel hier gestalten können. Das heißt, man definiert sich hier seine Risikoklassen, kann definieren, also quasi mit Namen definieren, kann hier sagen, welche Farben die haben und kann sagen, okay, bei der automatischen Risikohöhenberechnung bis zu welcher Berechnungszahl soll denn diese Klasse gelten? Ich habe jetzt hier wirklich mal 5 Risikoklassen definiert. Und wenn ich jetzt mal rübergehe, dann in die dazugehörige Risikomatrix, ja, dann sehen wir das hier schon. Und Sternchen bedeutet immer, dass ich quasi hier den Wert überschrieben habe. Ja, also standardmäßig, ich stelle es mal ganz kurz hier auf Standard zurück. Ja, so. So war das Standard. Jetzt haben wir keine Sternchen hier mehr. Ja, mit den Zahlen, die wir bei den Risikoklassen gesehen haben. Ich habe hier die Risikoberechnungsformel, also das maximale Schadensausmaß mal die Eintrittswahrscheinlichkeit. Das heißt, ich habe Werte von 1 bis 16, da ich ja Level von 1 bis 4 habe. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel, wenn es existenzbedrohend ist, dann möchte ich nicht, dass das wie berechnet gelb ist, sondern ich möchte eher, dass das schon mindestens in die rote Risikoklasse fällt. Und bei beträchtlich zumindest in die gelbe. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt hier der Schaden vernachlässigbar ist, dann ist mir egal, wie häufig das ist, das soll bitte immer Risikoklasse 0 sein. So. So dass ich hier so ein bisschen schiefere Matrix habe. So, das ist zur Einrichtung. Dazu kommen dann halt noch mehrere andere Objekte. Man kann Bedrohungen entweder selbst einstellen oder importieren. Ich habe hier bei den Bedrohungen die G0-Gefährdungen aus dem Grundschutz drin und bei den Schwachstellen auch, die Schwachstellen sind. Und kann dann hier quasi speziell wichtig für die ISO 27001 die Anhang A-Maßnahmen mir hier rein importieren. Die sind dort sehr wichtig. Und ansonsten die SOA-Maßnahmen, das sind die Maßnahmen, die ich bei mir durchführen möchte. So, jetzt will ich ganz kurz zeigen, wie so eine asset-basierte Risikoeinschätzung aussieht. Ja, ich schnappe mir jetzt zum Beispiel einfach mal so einen Raum, einen Serverraum, gehe dahin, in das Objekt rein, habe dann hier, jedes Objekt hat dann hier so einen Reiter ISMS, da kann ich erstmal angeben, ist das Ganze fürs ISMS relevant, ja oder nein? Und kann dann hier in die Risikoeinschätzung reingehen und dort mir ein Risiko erstellen. Ja, das heißt, ich gehe auf Neu, habe hier 4 Bereiche. Der erste Bereich ist erstmal die Risikoidentifikation, also von welchem Risiko reden wir denn hier einfach. Da kann ich hier auf die Lupe gehen und dann werden mir die Bedrohungen, die im System hinterlegt werden, angezeigt.
Da wähle ich jetzt zum Beispiel aus, also ich wollte die Kamera ausmachen, fällt mir gerade auf, dann sieht man auch mehr. So, das ist besser. Ich wähle hier aus Diebstahl von Geräten, Datenträgern und Dokumenten als Bedrohung. Ich darf übernehmen, sage, okay, um welche Schwachstelle soll es da gehen. Es existiert keine Zutrittskontrolle. Und welche Schutzziele sind da betroffen? Vermutlich Verfügbarkeit und wenn man da jemand wirklich Sachen klaut, auch die Vertraulichkeit. Und dann kann ich hier mal eine Risikobewertung vornehmen. Ja? Persönliche Unversehrtheit in diesen 6 Bereichen, die wir uns vorher angeguckt haben. Ja? Persönliche Unversehrtheit ist vielleicht vernachlässigbar. Verstoß gegen Verträge, ja, das könnte durchaus beträchtlich sein. Negative Innen- und Außenwirkungen, wenn das durch die Presse geht, ist das nicht so toll. Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung könnte auch beeinträchtigt sein. Ja, Sie sehen schon, in dem Fall habe ich ja auch wirklich eine textuelle Beschreibung für jedes Level hinterlegt. Und wenn ich hier den Schieberegler ändere, dann ändert sich das hier. Die finanziellen Auswirkungen, die können durchaus auch beträchtlich sein. Und die Beeinträchtigung des informationellen Selbstbestimmungsrechts ist vielleicht in diesem Fall vernachlässigbar. Und die Eintrittswahrscheinlichkeit, wenn ich da gar keine Zutrittskontrolle habe, die können wir jetzt hier ruhig mal ein bisschen höher setzen. Dann kann ich hier Maßnahmen definieren, die ich aktuell schon habe. Ich kann ein Datum für die Risikobewertung angeben. Ich kann sagen, wie möchte ich denn mit diesem Risiko umgehen? Ja, das sind so Werte aus dem aus der ISO 31.000. Ich nehme hier mal Verringerung des Risikos, na, in der Regel durch Auswahl von Maßnahmen und kann dann hier meine Maßnahme auswählen, zum Beispiel Installation einer physischen Zutrittskontrolle. Eine Begründung eintragen, einen Zuständigen. Ich kann sagen, wer die Kosten, wie hoch die Kosten voraussichtlich sein soll, bis wann das Ganze umgesetzt werden soll. Ne, sage ich mal Ende Mai. Den aktuellen Umsetzungsstatus und die Dringlichkeit der Umsetzung. Und habe dann hier quasi als vierten Abschnitt eine Risikobewertung nach Behandlung. Ja, ich kann mal mit dem Knopf die Schiebereglerstellung von oben nach runter kopieren. Und ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt diese Maßnahme hier als Risikobehandlung auswähle, also quasi die Installation einer physischen Zutrittskontrolle, dann würde es, wenn es doch dazu kommt, das Schadensausmaß das gleiche sein, aber die Eintrittswahrscheinlichkeit ist deutlich seltener. So, dann speichere ich das Ganze. Und sehe das dann hier auch nochmal in der Übersicht. Jetzt habe ich quasi ein Risiko erstellt für dieses Asset-Server-Raum. So, und wie sieht das jetzt aus für Risikoereignisse? Wie geht man da vor? Wir haben jetzt quasi hier dann in der kommenden Version 1.5 von einem ISMS-Add-on einen neuen Objekttypen namens Ereignis. Und da habe ich jetzt schon mal 2 Beispiele eingetragen. Ja, einmal Zerstörung des Rechenzentrums und einmal Angriff auf Exchange Server. Wir nehmen mal ruhig den kleineren hier, weil das ist wahrscheinlich vielen im Moment aktuell ein Begriff. Und haben jetzt hier einmal natürlich den Titel von dem Risikoereignis. Und wenn ich hier auf Risikoeinschätzung Ereignis gehe, ich gehe mal hier auch in den Edit-Modus, da sieht man das auch ein bisschen besser. Da habe ich jetzt plötzlich statt Schwachstelle und Bedrohung Risikobeschreibung und Risikoquelle. Ja, Risikobeschreibung, da geht es jetzt quasi wirklich um diesen Exploit, den Exchange, den es gibt. Und der gilt nur für Exchange-Server, die man selber betreibt, nicht für Exchange Online, die man im Rahmen vom Office 365 hat. Risikoquelle, ja, hier steht zwar in Klammern nochmal Bedrohung, Schwachstelle dahinter, aber es ist nicht klar definiert, was man da wirklich hinschreibt. Ja, in diesem Fall ist die Risikoquelle der Exploit selber und zum Beispiel die Hafnium-Gruppe als Ausnutzer, aber es könnten jetzt ja auch andere Hackergruppen da noch draufspringen auf diese Geschichte. Kann dann hier, wie gesagt, wieder ganz normal meine Risikobewertung. Die restlichen Felder sehen genauso aus wie in den normalen Risikobewertungen, Asset-basierten. Ja, der Bereich hier oben, der ist anders.
Und dann kann man sich hier noch definieren, welche Services hängen denn hier drunter. Ja, zum Beispiel in diesem Fall wäre jetzt der IT-Service Mail, der jetzt hier mit verbunden ist. Quatsch. Also ich habe jetzt quasi einfach mit dem IT-Service Mail hier drunter gehangen und kann mir zum Beispiel im CMDB Explorer jetzt auch diese Zusammenhänge angucken. Ja, ich habe jetzt quasi hier mein Ereignis, Angriff auf Exchange Server, habe hier drunter quasi meinen Geschäftsservice, der betroffen ist. Und wenn ich jetzt hier auf diesen Service gehe, meinen Servicebaum vernünftig gepflegt habe, kann ich den hier als Root setzen und sehe dann sofort, aha, okay, welche Services sind denn von diesem IT-Service hier abhängig und sehe, okay, hier sind anscheinend die Bestellername und das Monitoring betroffen, wenn der Exchange nicht mehr zur Verfügung steht. Ja. Ein anderes Beispiel für ein Risikoereignis wäre jetzt Zerstörung des Rechenzentrums. Ja, auch hier muss ich wieder eine Risikobeschreibung machen, eine etwas näherführende. Ja, das müssen keine 10 Sätze sein, sollte aber mehr als ein Wort sein. Da geht es erstmal darum, okay, reden wir von einem externen Rechenzentrum, rede ich von meinem eigenen Rechenzentrum. Und wir sehen schon, dass dieses Risiko wesentlich globaler ist als dieses Kleinteilige, was wir vorhin hatten. Ja, also ich habe ein eigenes Rechenzentrum und habe als Risikoquellen, ja, was kann denn passieren? Feuer kann ausbrechen, mit Erdbeben kann passieren, Flugzeug kann rauffallen. Ja, wenn ich vielleicht noch mein Rechenzentrum in der Nähe von irgendeinem Fluss habe oder das, keine Ahnung, ebenerdig in irgendeiner Senke ist und es dann Starkregen gibt über längere Zeit, haben wir ja auch schon letzte Zeit in Deutschland ab und zu mal gehabt, dann kann es dort natürlich auch dazu kommen, dass das Rechenzentrum einfach mal komplett zerstört ist. Und hier sehen wir schon, also beim Asset-basierten hätten wir das jetzt an vielen Assets oder an kompletten Gruppen machen müssen oder an mehreren Räumen und für jede Risiko, für jede Bedrohung das einzeln machen können. Hier sagen wir erstmal ein globales Risiko, okay, Risiko, Zerstörung des Rechenzentrums, welche Risikoquellen kann es geben? Und dann kann ich ja auch eine Bewertung machen, okay, was bedeutet das denn? Ne? Also wenn mein eigenes Rechenzentrum komplett zerstört ist, ja, was für Probleme habe ich dann, was für Auswirkungen hat das für mich? Ja, persönliche Unversehrtheit, gut, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, ob da Leute in einem Raum gelegentlich sind oder nicht. Verstoß gegen Gesetze, Verträge etc. Ja, wenn das mein einziges Rechenzentrum ist, dann kann das existenzbedrohend sein. Negative Innen- und Außenwirkung, ja, sehen wir jetzt ja bei dem Rechenzentrumsabbrand in da von OVH hießen die, glaube ich. Das ging auch durch alle Nachrichten und auch hier Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung kann auch beträchtlich sein. Finanzielle Auswirkungen, naja, also wenn das größte Rechenzentrum abbrennt, dann kann das durchaus existenzbedrohend sein und Beeinträchtigung des informationellen Selbstbestimmungsrechts, das ist vielleicht hier vernachlässigbar. Und klar, die Eintrittswahrscheinlichkeit ist sehr selten, ja, aber man muss es halt trotzdem betrachten. Und hier könnte man dann genauso Behandlungsmethoden dazu schreiben. So, das war das quasi mal so an zwei Beispielen. Und wenn man jetzt, egal ob man das jetzt mit dem Asset-basierten Ansatz oder dem Ereignis-basierten Ansatz macht, die Sachen werden alle ganz normal reportet. Das heißt, wenn ich hier in den Report-Manager gehe, werden mit dem ISM Asset-On diverse Report-Views erstellt. Allen voran zum Beispiel die ISMS-Risikomatrix und die Sachen, die wir uns da eingetragen haben, die landen hier auch ganz normal drin. Die Filter funktionieren auch ganz normal und ich kann hier auch draufklicken und sehe dann quasi, in welchen Assets oder in welchen Ereignissen diese Sachen dranhängen. Ne? Bei Ereignissen steht ja natürlich dann nicht Bedrohung und Schwachstelle, sondern anderes. Wir haben jetzt quasi hier auch noch eine Entwicklungsversion, die noch nicht ganz fertig ist. Aber damit Sie dann schon mal wissen, die Reports werden dann genauso funktionieren wie vorher auch. Na, was gibt es noch für Reports? Wir haben
noch den Risikobehandlungsplan, der das Ganze von Seiten der Risiken, also sprich der Bedrohungen, auffächert, ja, und wo man sagt, okay, bei Naturkatastrophen, was mache ich da jeweils? Hier würden dann die Risikoereignisse quasi auch noch sinnvoll eingebaut werden. Und wir haben natürlich auch unsere SOA selber, also die Erklärung zur Anwendbarkeit, wo man halt erst die Anhang A-Maßnahmen der ISO 27001 durchgeht und dann im Anschluss die Maßnahmen, die man hier selber gewählt hat und noch viele weitere mehr. Dann wollte ich noch kurz zu einer anderen Neuerung, die es in der kommenden Version geben wird, kommen. Das sind Audits, die Dokumentation von Audits. Wir werden dann hier quasi auch einen neuen Objekttyp Audit haben. Habe ich auch mal ein Beispiel-Datensatz eingetragen. Ja, jetzt ein internes Audit von diesem Monat. Und in dem Objekt kann man dann erstmal hier unter Audit sagen, was für ein Audit-Typ ist das Ganze denn? Ist das ein internes Audit oder ein Erstzertifizierungs-Audit oder ein Rezertifizierungs- oder Überwachungs-Audit? Wie in Intuit gewohnt, kann man sich die Sachen auch selbstständig erweitern und überarbeiten. Man kann sagen, okay, zu welchem Audit-Kriterium wird denn überhaupt ein Audit erstellt? Ja, also jetzt ISO 27001 oder IT-Grundschutz oder vielleicht auch im Kritisbereich zu irgendeinem branchenspezifischen Sicherheitsstandard. Man kann einen Prüfzeitraum angeben und man kann einen Prüfbericht hochladen. Über Kontaktzuweisung, das kennen die Leute, die iDoIt kennen schon, kann man sich hier zuweisen, wer der oder die Auditoren sind. Ja, da habe ich jetzt mal einen eingetragen. Und man kann auch Abweichungen eintragen, also quasi Sachen, die gefunden wurden, in die Bereiche Hauptabweichung, Nebenabweichung, Empfehlung, Hinweis. Auch das kann man entsprechend auch noch erweitern, aber zumindest die vorgegebenen sind ja auch farblich dann so markiert und sortiert. Und wie gesagt, das wird dann in der kommenden Version auch alles zur Verfügung stehen. So, das soll es mit der Live-Vorführung aus dem iDoIt erstmal sein. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück in die Folien und möchte kurz zeigen, wie geht es denn weiter mit dem ISMS-Add-on. Ja, aktuell haben wir die Version 1.4.1. Ja, Sie haben gesehen, die Version 1.5, die ist schon weit fortgeschritten. Die soll jetzt Anfang des kommenden Quartals rauskommen. Genau das Datum weiß ich, wissen wir aber noch nicht. Wir wollen natürlich ereignisbasierte Risikoeinschätzungen unterstützen. Wir wollen Audits und Auditergebnisse dokumentieren können. Die Risikoeinschätzungen werden auch noch um weitere Attribute erweitert, wie Prüfer und Prüfbericht, also dass man quasi die nochmal dokumentieren kann, dass die Risikobehandlung auch wirklich das macht, was sie tun soll. Und dann im dritten Quartal in der Version 1.6 wollen wir dann auch Sicherheitsvorfälle dokumentieren können. Wir wollen gucken, dass aus den Auditergebnissen, vor allem wenn die Haupt- und Nebenabweichungen sind, dass man daraus dann auch weitere Maßnahmen automatisch erstellen kann. Die Report-Views sollen besser exportierbar sein. Und da ist noch nicht ganz klar, ob das jetzt bei irgendeiner 1.5x-Version kommt oder erst eine 1.6. Wir wollen noch eine weitere Risikomatrix ausgeben, die den wirklichen aktuellen Ist-Zustand sagt, ne? Die also quasi den Abarbeitungszustand von den einzelnen Risikoeinschätzungen und Risikobehandlungen da mit betrachtet. So, was haben wir quasi sonst noch in unserem Bereich? Ja, allen voran natürlich unser Viva 2 Add-on, was vom BSI lizenzierte IT-Grundschutzinhalte enthält. Es ist dafür da, um ein ISMS nach BSI-Grundschutzmethodik aufzubauen. Das unterstützt also die BSI-Standard 200-1 und 200-2. Wie wir gesehen, 200-3 wird schon vom ISMS abgedeckt. Man kann dort das aktuelle Kompendium, was das BSI den Lizenznehmern da zur Verfügung stellt, das kann man sich importieren und kann dann quasi seinen Informationsverbund und seine Zielobjekte bzw. Zielobjektgruppen anlegen und diesen Zielobjekten oder Objektgruppen die Bausteine zuweisen und an diesen Bausteinen, das sieht man hier auf dem Screenshot rechts auch ganz gut, hängen dann
die jeweiligen Anforderungen dran. Ja, nochmal unterteilt in Basisanforderung, Standardanforderung und Anforderung bei Schutzbedarf. Und natürlich hat man auch die Möglichkeit, eigene Bausteine zu erstellen. Diese Anforderung kann man natürlich dokumentieren, wer sie umsetzen soll, wie der Umsetzungsstatus ist, wann das Ganze umgesetzt werden soll. Und es gibt eine grafische Darstellung der Schutzbedarfsvererbung. Ja, auch da bieten wir gerne Vorführungen an, auch gerne im Paket mit ICMS zusammen. Was haben wir noch? Unser API-Gateway wurde ja auch schon erwähnt, das OpenCelium, was quasi als Mittler diverser zwischen diversen Applikationen dienen kann. Ja, das kann mit dem iDoIt sowieso sprechen. Und wenn Sie jetzt quasi eigene Apps haben, indem Sie jetzt Daten für ICMS und Viva haben, dann könnten die auch über das OpenCelium in die CMDB gespielt werden. Und Sie sehen jetzt quasi hier ringsherum angebunden schon, mit welchen Applikationen dieses OpenCelium schon reden kann, über die man dann dementsprechend Daten hin und her erstellen könnte. Dann ist mein Bereich so langsam abgeschlossen und es wäre jetzt der Bereich für Fragen. Ganz lieben Dank, Kai. Wir haben einige Fragen bekommen. Es wurden auch einige schon während deines Vortrags beantwortet. Also ganz heiß war natürlich die Information, wann die neue Version rauskommt. Da bist du gerade drauf eingegangen. Das ist nämlich die 1.4er ist ja aktuell im Einsatz. Die 1.5er kommt dann jetzt zeitnah und die 1.6er ist dann für Q3 geplant, wenn ich das so richtig wiedergegeben habe. Ne? Genau. Perfekt. Dann haben wir eine etwas längere Frage. Werden beim ISMS-Modul auch mehrere verschiedene Skalen unterstützt? Hintergrund, wir nutzen iDoIt für mehrere Schwesterunternehmen. Da diese unterschiedlich groß sind, sind die Skalen zwischen den Schwestergesellschaften unterschiedlich. Bei manchen bedeutet schwerwiegend zum Beispiel ab 100.000 Euro, bei anderen erst ab 1 Million. Das wird innerhalb eines Mandanten aktuell nicht unterstützt. Das iDoIt ist ja mandantenfähig. Das heißt, man hat die Möglichkeit, zwischen den Mandanten hin und her zu stellen und könnte man dann dementsprechend für jeden einzelnen Mandanten auch unterschiedliche Skalen zur Verfügung stellen. Dadurch, dass iDoIt aber alles innerhalb eines Mandanten, den man hat, keine großartigen Unterscheidungen mehr macht, bieten wir das im Moment nicht an. Es gibt die Möglichkeit, rechtemäßig das über Standorte zu trennen. Das haben wir eingebaut. Also sprich, wenn man verschiedene Standorte hat, dass man die auch speziell im ISMS-Bereich die Standorte explizit rechtemäßig voneinander trennt, dass man quasi in der Risikomatrix auch nur die Daten sieht, die in meinen Bereich fallen, aber wirklich eigene Skalen kann man aktuell nicht unterstützen. Das müsste man mitnehmen in künftige Versionen. Wäre aber nicht ganz so einfach. Okay. Das heißt also, könnte man durchaus als Feature Request mit aufnehmen. Haben wir tatsächlich schon als Feature Request. Ah, okay. Ja, wunderbar. Also ist schon aufgenommen. Wunderbar. Danke dir. Sind die TISAX VDA ISA Maßnahmen importierbar? Wir haben die Maßnahmen auch tatsächlich schon mal importiert, allerdings mehr im Viva-Bereich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das ist schon ein Moment her. Letztendlich lässt sich alles importieren, was wir im CSV-Format haben. Mehr oder weniger würde ich immer sagen, okay, alles, was so bausteinorientiert ist, das würde ich eher im Viva 2-Modul ansiedeln und alles, was irgendwie auf Einzelmaßnahmen abzielt im ISMS-Add-on. Klar ist, wenn man eine Risikoeinschätzung machen will, braucht man das ISMS-Add-on immer. Und die Methodik unterscheidet sich halt ein bisschen vom IT-Grundschutz, also auch das Wording. Methodik vielleicht gar nicht mehr, aber so das Wording unterscheidet sich so ein bisschen, sodass man da vielleicht noch hier und da ein paar Anpassungen bräuchte. Ja, wir spielen auch schon mit Gedanken, da mal ein TISAX-Modul zu erstellen. Aber ja, die Anfragen nach dem ISMS-Modul sind so groß, dass wir da im Moment so ein bisschen die Zeit für fehlt. Danke dir. Nächste Frage wäre, kann man auch Asset-Gruppen nutzen, zum Beispiel Windows-Clients? Man kann auch Asset-Gruppen benutzen, ja, selbstverständlich. Ja, das habe ich jetzt nicht explizit vorgeführt, aber man kann sich quasi Objektgruppen bilden.
Das geht in beiden Add-ons, also sowohl in ISMS wie auch in Viva 2. Man kann sich Objektgruppen bilden, kann dann sagen, was Mitglied dieser Gruppe sein soll und darauf dann seine Risikoeinschätzung machen. Und Objekte können auch in mehreren Gruppen sein und würden dann quasi die Risikoeinschätzung der jeweiligen Gruppe erben, mehr oder weniger. Okay. Gibt es eine Möglichkeit, den Verlauf von Risiken zu betrachten? Aktuell noch nicht. Also wir planen das auch. Das ist auch ein Feature-Request. Wir sind aber noch nicht so ganz im Klaren. Mit den ereignisbasierten Risiken ist das ein bisschen einfacher. Mit den asset-basierten Risiken, so wie sie bis jetzt sind, haben wir das noch nicht so durchgeführt. Und das ist auch ein bisschen schwieriger an der Stelle. Gerne, also derjenige, der die Frage gestellt hat, gerne auch nochmal auf uns zukommen im Nachgang. Dann können wir das ganze Thema dann auch nochmal detaillierter besprechen. Dann haben wir nochmal einen netten Hinweis bekommen. Ein TSAX-Modul oder die Integration dessen in das ISMS-Modul wäre super. Ganz lieben Dank. Dann die nächste Frage wäre, heißt ereignisbasierte Risikoerfassung? Bewertung, dass man quasi auf eine weitestgehende Vollständigkeit der Asset-DB-Erfassung zunächst verzichtet und über den gezeigten, die gezeigte Methodik einer operativ pragmatischer Erfassung erfolgt. Auf die gegebenenfalls Unvollständigkeit in manchen Aspekten dieses Ansatzes wurde hingewiesen. Also ob man auch wirklich auf die erst jetzt komplett verzichten kann, das glaube ich nicht. Man muss ja in irgendeiner Weise ja auch dokumentieren, was man so hat. Ja, also wenn dann der Auditor da hinkommt und sagt, ja gut, ich habe hier irgendwie als Risiko, der Mail-Server fällt aus und ich habe überhaupt gar keine Dokumentation, wie sie ihren Mail-Server betreiben, dann wird das schwierig. Für die reine Risikoanalyse oder Risikoerstellung braucht man in der Tat die Assets nicht, aber man braucht halt trotzdem eine gewisse Übersicht. Ja, sonst wird der Auditor das einfach nicht, dem wird das nicht genügen. Ja, aber man ist bei dem ereignisbasierten Ansatz nicht so sehr darauf, also man geht halt nicht auf die Einzelassets und oder auch nur auf Assetgruppen und muss da wirklich jede Bedrohung, Schwachstellen, Kombination durchgehen, sondern kann das Ganze globaler an den Geschäftsservicen machen. Aber das war ja auf den Folien auch zu sehen. Die Gefahr ist halt wirklich, wenn man die operativen Sachen unten nicht im Blick hat, dass man da auch wirklich Sachen vergisst. Ja, also sicherlich kann man, das ist auch immer ein bisschen davon abhängig, welchen Scope mein ISMS denn hat. Ja, mein ISMS muss ja nicht zwangsläufig die komplette IT von mir abbilden, sondern das ISMS kann ja auch einen deutlich kleineren Scope haben. Ja, keine Ahnung, dass ich nur bestimmte Teile meines Geschäftes als ISMS verpacke. Aber eine gewisse Übersicht wird man trotzdem haben müssen, damit man auch diese Abhängigkeiten versteht. Wenn man nur die Geschäftsprozesse abbildet und die Assets darunter gar nicht hat, dann wird das halt auch schwierig mit diesen Abhängigkeiten erkennen. Ja, also jetzt als Risiko, keine Ahnung, Serverplatte fällt aus bei irgendwas, ja, wenn man nicht weiß, ob da irgendwas redundant vorliegt, dann wird das halt schwierig zu beurteilen, ob dieses Risiko wirklich gravierend ist oder nicht oder die Auswirkungen davon. Könnte man sich im Einzelfall wahrscheinlich dann auch nochmal anschauen beziehungsweise dazu austauschen. Auch da das Angebot, kommen Sie gerne auf mich zu. Ich würde das dann dementsprechend koordinieren. Die nächste Frage ist, was genau ist der Benefit des ereignisbasierten Zugangs? Na, das hatte ich ja ganz am Anfang auf den Folien schon mal gesagt. Man hat halt so ein bisschen den globaleren Ansatz von oben. Das heißt, man muss das ja auch nicht alleine sehen. Also man ist ja nicht gezwungen, sag ich mal, nur den einen Weg oder nur den anderen Weg zu nehmen, sondern man kann ja durchaus unten, sag ich mal, einen rudimentären asset-basierten Ansatz nehmen und den ereignisbasierten obendrauf noch. Aber der große Benefit ist halt, also A, eventuell der Umfang und B, man hat halt wirklich das globale Ganze im Auge
und auch ein bisschen mehr den Fokus auf die wirklich relevanten Sachen. Ja, wenn man jetzt eine sehr große IT-Landschaft hat und wirklich an jedem Asset dann guckt, okay, was passiert denn, wenn das Ding ausfällt und wie muss ich das schützen und mit welchen Geschäftsprozessen, dann kümmere ich mich da sehr viel drum und stelle irgendwann fest, ja, das beeinträchtigt zwar hier diverse Prozesse, aber nichts davon ist wirklich nicht wirklich Teil meiner wirklich relevanten Geschäftsprozesse. Super, ganz lieben Dank auch für Ihre Teilnahme. Ich hoffe, dass Ihre Vorstellungen vom Webinar erfüllt werden konnten. Wir sind am Ende angelangt. Hier haben Sie auch nochmal meine Kontaktdaten. Ganz lieben Dank. Wenn wir uns nicht mehr hören sollten vorher, schöne Ostertage und ansonsten noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.